Willkommen zurück zu Spiel 175 namens Super Kickoff. Und Onkel Frosch, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen zu dieser Challenge, die mich ein paar Jahre kosten wird. Ja, wir spielen hier alle Gameboy-Spiele durch, die es in Europa gab. Und wir sind bei Spiel 175 namens Super Kickoff. Und ich finde das schon so geil. Ey, auf dem Cover wie auch hier, so dieses Nein! Das sieht mir nicht aus wie jemand, der sich freut. Das klingt wie jemand, der Super Kickoff spielen muss. Die Musik ist gut, mein lieber Mann, ey. Ich glaube, von Choplifter 3 warst du auch positiv überrascht. Naja, von Choplifter 2 war ich positiv überrascht. Bei 3 wusste ich schon ungefähr, was mich erwartet. Aber da hast du vollkommen recht. Choplifter habe ich aber, glaube ich, keine 8 Punkte gegeben trotzdem. Sondern eher irgendwas mit 7, meine ich. Ja, was ist das für eine Musik? Viel zu gut! Mucke einfach gut in der Pause, aber Mucke auch gut hier! Der betet den Fußballgott an. Ja, aber er sieht ein bisschen enttäuscht aus dabei. Ich glaube, ich bleibe in dem Screen. Das gefällt mir gerade. Ja, da schon mal als Disclaimer. Auch hier spielen wir gerade wieder auf Emulator. Ich habe auch durchaus die Möglichkeit, auf Original-Hardware zu spielen. Das mache ich auch überwiegend. Bin aber allerdings gerade zu faul gewesen zu wechseln. Denn dieses Spiel hat keine Achievements. Das heißt, wir hätten es auch locker auf Original-Hardware spielen können. Original Hardware heißt in dem Kontext auf einem umgebauten GBA mit HDMI-Ausgang. Jetzt ist die Musik weg. Ah, also wieder. Ich hab schon gedacht, ich müsste anfangen. Ja gut. Wir fangen mal an. Wobei. Wir fangen gleich an. Yo, Maddie! Ja, die Durchschnittszeit ändert sich schon jedes Mal, aber ich glaube, die stimmt einfach nicht. Wie auch immer. Dieses Spiel ist großer Scam. Und, ich will gar nicht zu viel verraten. Ich erkläre es einfach gleich. Ich drücke mal auf Start und starte den Timer. So. Es ist ein europäisches Spiel. Deswegen können wir die Sprache auswählen. Das ist schon nicht schlecht. Ich nehme natürlich Deutsch, denn mich interessiert immer, wie die Übersetzung ist von diesen Spielen. Und ich drücke alles und es geht nicht. Doch, ah. Okay, was können wir machen? Wir können Uben. Wir können Einzelspiel machen. Oder Inspel. Und wenn man sowas sieht, da weiß man schon, es geht gut los. Es gibt Spiele. Und es gibt Optionwahlen. Wie immer gehen wir erstmal in die Optionen. Und werden mit diesem... mit diesem Screen hier überrascht, wo man offensichtlich keine Übersetzung gefunden hat für Pitch. Und ich nehme an, es ist normal und nass. Und GTS weiß ich nicht. KST. GTS und KST weiß ich nicht. Also schon mal vorweg, wir werden mit den Default-Einstellungen spielen. Denn das gibt meine Challenge so her. Musik ist schon ein bisschen zutreibend. Warum ist das eigentlich auch so laut? Naja, ich lasse es mal. Genau. Wieso kann ich jetzt? Also ich bin unten. Genau. Pitch, normal, nass, GTS, KST. Egal. Normal. Zeit, 2x3, 2x5, 2x10, 2x20. Wir spielen 2x5. Wind, aus, wahrscheinlich leicht, mittel, stark. Vermute ich mal. Wir bleiben bei aus. Extra Time. Nachspielzeit. Von mir aus ja. Aftertouch. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich weiß es nicht. Aber wir lassen es mal an. Skill. Mann A oder Mann B. Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir bleiben bei Mann A. Game Mode. Drin.
Norm oder Fast. Wahrscheinlich, wie schnell das Spiel läuft. Wir bleiben mal auf Norm. Kickoff war so ein Spiel. Hast du als Kind geschenkt bekommen und dich so richtig auf ein Fußballspiel gefreut. Und dann hast du es gespielt und warst einfach enttäuscht, weil es aber nicht zugeht. Insta-Spiel? Ich kannte es nicht. Referee, also Schiedsrichter. Haben wir den ZFL oder den R-Nailer? Ich habe keine Ahnung, ob der Nailer was mit dem Aftertouch zu tun hat. Auf jeden Fall lassen wir das alles so. So, und jetzt. Ey, der größte Scam. Normalerweise haben solche Sportspiele ja einen Turniermodus. Und dann spielst du irgendwie Weltmeisterschaft oder so. Und wenn du den Pokal geholt hast, ja, dann ist das Spiel durch. Aber nicht so bei diesem Spiel. Dieses Spiel hat... Ich zeig's kurz. Hier unten bei Spiel ist das versteckt. Wieso kann ich nichts auswählen? So. Hier kann man eine Option wählen. Und zwar die Liga. Oder der Pokal. Oder Europokal. Oder Länderwahlen. So. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, ey, okay, spielen wir doch den Europokal. Okay, komm, lass uns mal den Europokal spielen, oder? Okay. Gruppe A. England, Schottland, Wales, Frankreich. Todesgruppe. Nee, nicht wirklich. So. Weiter oder quit? Ich gehe mal weiter. Okay, England gegen Schottland. Erstes Spiel. 1-0. Der Sieger England. Okay, weiter. Wales, Frankreich. 1-0. Also ich kann das mal spoilern. Diese Turniermodi, da darf man nicht mitspielen. Das ist einfach eine Simulation vom Computer. Was? Du darfst in diesen Turniermodi nicht mitspielen. Das geht nicht. Du kannst keine Mannschaft auswählen. Das ist einfach eine Simulation. Und du klickst hier so durch. Und am Ende gewinnt einer. Guck mal, Deutschland gegen Italien verloren. Warum? Ey, die Deutschen gehen ja richtig ab. Wir haben alle Spiele verloren. So, der Europokal geht weiter. Wir können halt nichts spielen. Ja, nee, wir haben es da nicht durchgespielt. So, der Sieger Frankreich. Yay. Okay, also. Lange Rede, kurzer Sinn. Man kann nur Einzelspiele spielen. Und deswegen spiele ich, ist die, die Challenge für dieses Spiel. Ich muss ein Spiel gewinnen. Ist aber einfacher als gesagt. So viel möchte ich schon mal vorwegnehmen. Schwerer. Habe ich einfacher gesagt? Schwerer. BMP in schlecht. Was ist denn BMP? Bundesliga Manager Pro? Ja, genau. Also es gibt ein Einzelspiel mit No-Name-Mannschaften oder ein internationales Spiel. Deswegen spoilere ich hier auch schon mal, wir werden ein internationales Spiel spielen. Und ja, jetzt können wir auswählen, wer wir sein wollen. Wir spielen mit Deutsch. Das ist, glaube ich, klar. Unser Gegner, keine Ahnung, habt ihr eine Wahl? Also mir ist eigentlich egal, gegen wen wir spielen. Wir können, glaube ich, auch gegen uns selbst spielen. Ich weiß auch nicht, ob es einen Unterschied macht. Ich muss sagen, ich habe, wie gesagt, ein Testspiel gemacht und habe grandios verloren. England. Okay, der Klassiko. So. Deutsch. Loswerf 1. Wind aus. Fällt rauf, fällt runter. Bundesliga Manager Pro. Habe ich damals viel gezockt. Ja. Es kommt schon nah ran. Okay, machen wir mal Feld rauf. Wir können noch eine Formation aussuchen. Oh, ey, die Musik geht mir irgendwann doch auf den Sack. Wir spielen 4-3-3. So. Das sind unsere Leute. Der Ehrens im Tor.
Schafer, Klaasen, Schmidt, Müller, Nadenau, Meier, Kuhn, Wohlfahrt, Flecken, Hoffmann, Fischer, Schumacher, Völler, Braun. Warum spielt Völler nicht? Ist es, was steht das T? Nicht für Tormann. Völler ist ein Mittelfeldspieler. Was ist das? T-R-T-M-A-G-T-J? Ach, der Vorname! Ja, okay, danke, Maddie. Dann ist es wohl nicht der Rudi, sondern der, sein verschollener Bruder, Thorsten. Ja, dann spielen wir halt ohne den Völler. Kann ich, oder kann ich irgendwie sehen, wie ich, was die für eine Stats haben? Ein Tim Völler, kann natürlich auch sein. Können wir nicht eher nehmen. Ja gut, dann spielen wir jetzt, komm. Let's go! Nein, ich will spielen. Achso, fertig möchte ich. Okay, wir haben alleine 10 Minuten gebraucht, um überhaupt mal ins Spiel reinzukommen. Denn es ist einfach so geil. So, ich habe direkt Pause gedrückt. Das Spiel ist so schlecht. Also, wir können, wenn wir Pause drücken, können wir das Spielfeld absuchen nach unseren Spielern. Das ist wild. Wir können keine Spieler wechseln. Also nicht manuell. Ich spiele einfach. Ich bin schwarz. Oh oh. Torschuss. Ey, das Spiel, unscheiß, wir haben ja schon FIFA International Soccer gespielt, was ja FIFA 94 ist quasi. Und das war das bisher schlimmste Spiel hier. Und das Spiel hier kommt dann nah ran. Denn ich weiß nie, welchen Spieler ich habe. Wenn der offscreen ist, ich weiß nicht, wen ich gerade steuere. Okay, ich habe einen Ball. Das ist übrigens ein Trick, den kann ich euch nur empfehlen, immer so hin und her. Fuck. Der Pfeil, das bin aber nicht ich. Der Pfeil ist, ich weiß nicht, was der Pfeil ist. Ich glaube, der Pfeil ist, wo das Tor steht. Das ist nicht mein Spieler. Und ich weiß auch nicht, warum der manchmal ausgefüllt ist, dieser Pfeil, und manchmal nicht. Das konnte ich alles beim Antesten nicht rausfinden. Und ich kann meinen Spieler nicht wechseln. Oh, oh Mann. Kollege. Yo, Riparella. Willkommen zu diesem Osterspezial, wo wir alle einem Osterei hinterherlaufen und versuchen, es ins Tor zu schießen. Einwurf. Ey, zum Glück muss ich nur einmal gewinnen, da sagst du was. Ich weiß aber nicht, ob ich das jemals schaffe. Foul? Gelbe Karte? Im Leben nicht. Ich darf nicht so hoch mit so einer hohen Stimme reden. Ich glaube, dann klippe ich hart. Erstmal Mauer machen. Was? Und genau das ist mir beim Anspielen auch passiert. Mein Tormann ist so eine Pfeife. Ey, Maddie? Was? Maddie, ich sag's dir, wie es ist. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, aber wenn wir gegen England nicht gewinnen im ersten Versuch, spiele ich gegen eine andere Mannschaft. Ja, irgendwann schaffe ich das. Das stimmt. Ich hoffe nur, dass es keine zwei Stunden. Warte! Wie soll ich? Ich. Was? Wie kann ich meinen Tormann auswechseln? Vielleicht sollte ich nicht mit Deutschland spielen. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum laufe ich immer so links, rechts? Das liegt daran, dass der Ball nicht automatisch mitgenommen wird. Und wenn ich das nicht mache, verliere ich den Ball einfach. Ich lasse ihn einfach liegen. Wo ist mein Spieler? Wen steuere ich denn?
Paul? Okay, das Spiel ist mir zu hoch. So, wo bin ich? Wir gucken mal. Wo bin ich? Hier. Okay, wenn wir jetzt halt schon 2-0 zurückliegen in der ersten Halbzeit, würde ich eigentlich lieber neu starten. Aber ich versuche mich erstmal reinzufuchsen. Vielleicht finde ich ja noch irgendwie eine geile Mechanik, mit der wir gewinnen werden. Zum Beispiel hier, der ist schnell. Oh, bin aber schon ein bisschen weit. Genau, das meinte ich. Ich verliere einfach den Ball. Oh! Ja, wieso sieht der Tormann von denen aus wie ein Spieler von mir? Die Ballphysik. Ja, auch die Grafik, oder? Was? Niemals habe ich den gefoult. Das war Ball berührt. Ball gespielt, meine ich. Gelbe Karte. So. Genau, zu dem. Und jetzt, los. Abwehr ausgetribbelt. Aufs Tor. Schuss. Ball vergessen. Wo? Hier. Wo ist der Mensch? Oh, da. Vergesst. Ich wollte mich aufregen, aber ich habe mich dagegen entschieden. Wo ist denn das Tor? Okay, aber wir werden besser. Wir treffen den Ball manchmal. Okay, 2-0 zur Halbzeit könnte schlimmer sein. Wir spielen mal. Wo hat es gehapert? Woran hat es gehapert? War es Mittelfeld das Problem? Immer mit 4-4-2. Okay, wir müssen jetzt nach unten spielen. Am Spieler? Das ist aber eine weit hergeholte Theorie. Okay. Oh, wir sind schnell. Was? Wer hat gefoult? Ich? Ich raste aus. Überall gehapert. Ah, das war Ball gespielt. Ich glaube, Abseits gab es damals noch nicht. Ey, wenn mein Tormann diese zwei Fehler nicht gemacht hätte, wären wir ja auch noch gut im Rennen. Was macht er da? Ja, ich wüsste es auch gern. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, ich habe das Spiel unter Kontrolle. Aber ich werde besser. Komm, wir gehen aus der Abwehr in den Sturm. Den machen wir nicht. Oh. Was? Man kann mit Ball nicht einfach die Richtung wechseln. Jedes Mal. Lässt man den Ball einfach liegen. Scheiße. Alles klar, Efi, dann viel Spaß heute. Schön, dass du noch da warst. Morgen wäre sehr spontan. Kann ich noch nicht sagen, weil ich bin morgen selbst unterwegs. Ich lasse es euch im Discord wissen. Wax streamt, meine Birds mögen's. Das ist der Qualitätsbeweis. Das freut mich. Wenn wir überhaupt jemals über dieses Spiel hinauskommen, kann auch sein, dass ich an der Stelle die Challenge abbrechen muss. Weil wir niemals ein Spiel Superkick aufgewinnen können. Naja, sieht schon machbar aus, aber es dauert eine Weile. Es dauert wahrscheinlich länger als DuckTales. Das ist das Traurige. Vielen Dank, Efi, das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal.
Okay, sobald ich, also ich denke, sobald ich 2-0 zurückliege in Zukunft, werde ich abbrechen. Das werde ich nicht mehr einholen. Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt irgendwie ein Tor mache. Ich kann erstmal ein Mittagsschläfchen machen, wenn er ein Tor macht. Ja, selbst dann, das reicht ja nicht. Ne? Muss man ja ehrlich sagen, es reicht ja nicht. Was? Da war doch. Lass Matty pennen. Ja, ich versuch's. Ich versuch's wirklich. Okay, das war mein Fehler. Ey, aber immerhin, ne? Also ich werde besser. Ich habe diesen Abstoß nicht gemacht. Das war die CPU. Das ist Vetternwirtschaft. Mann. Scheiße. Okay, da kann ich nichts für. Da weiß ich nicht, was ich anders machen soll. Ey, der 16er ist so riesig. Die Proportionen stimmen überhaupt nicht. Ey, was soll ich hier machen, dass der bitte nicht zum Gegner spielt? Okay, ich werde auf jeden Fall im nächsten Spiel nicht gegen England spielen. Seid ihr damit einverstanden? Ich hoffe, dass es mehr Mannschaften gibt, die weniger gut sind. Boah. Ich habe gehört, Deutschland soll sehr schlecht sein. So, wo ist meine Abwehr? Ich habe keine Abwehr. Wo sind meine Abwehrspieler? Ja, toll, aber den steuere ich nicht. Welchen Spieler steuere ich überhaupt? Ich habe keinen Spieler. Da, ah, doch, den. Nice. Boah, wie ich den noch. Wie ich den noch weggegrätscht habe. Okay, komm, noch ein Tor. Oder auch nicht. Ja, okay, 3-0 verloren. Wir werden besser. Wir spielen mit Deutschland gegen. Ja, ich meine, England oder Schottland ist ja das Gleiche, oder? Ich meine, Wales, England ist auch irgendwie das Gleiche. Fragt sich, was Gregor von den Kickers machen würde. Ich sag's, wie es ist. Diese drei Gegentore, die ich bekommen habe, waren alle drei nicht mein Fehler. Ich meine, die ersten zwei Gegentore, was waren das für ein Tormannfehler? Und der dritte ja genauso. Okay, Deutschland gegen Schottland. Wir spielen mit 4-4-2, das lief besser. Ja, die wissen schon, ne? Direkt zum Tormann schießen, dann haben sie gute Karten. Was? Mach doch nicht sowas! Boah. Okay, noch 0-0. So gut waren wir fast noch nie. Ja. Ich. Die spielen ohne mich. Okay, komm. Wo sind meine Spieler? Da vorne steht einer. Wie kann ich einen Pass machen eigentlich? Warum sind meine Spieler so ultra langsam? Ein Torwart wurde bestochen. Hans ist daran schuld. Ich glaube auch. Der Hans ist ja jetzt rich mit seiner Twitch-Money. Jetzt ist er hier in Superkick auf Sportwetten eingestiegen. Was? Was soll ich denn da machen? Schieß den doch nicht an! Ich bleibe ruhig.
Ah! Wo ist denn das Tor? Das Tor ist viel zu klein! Ey, das Tor ist viel zu klein! Haben gerade das Wort Hans gehört, aber durch das Kauen nichts verstanden. Besser ist es vielleicht. Was isst du denn eigentlich? Oh Gott, nicht mein Tormann! Nicht mein Tormann! Mach keine Dummheiten! Mach keine Dummheiten! Junge, was ist denn dein Problem? Ey, aber wir werden besser. Guck mal, ich mache jetzt hier wieder den Ententanz. Oh, oh. Wir führen 1-0. Nicht zum Tormann, nicht zum Tormann, nicht zum Tormann. Okay, komm, Abwehrspieler nach vorne. Go, go, go. Fuck. Was ist passiert? Ja, dann gute Nacht, Maddie. Was? Nicht zum Tormann! Oh, 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 oh nein! Fuck! Nein, Tormann, wo bist du denn? Oh Gott. Ich bleibe ruhig. Bleibe ruhig. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Wir führen 1-0. Alles easy. Immer Snack 3 von 3. Das sind aber viele Snacks. Das beantwortet aber meine Frage nicht, was du isst. Die nächsten 6 Minuten werden interessant. Ist noch, glaube ich, mehr. Das da unten ist jetzt gerade, wie es steht, 1-0. Naja, das sind noch ungefähr 7 Minuten. Foul! Gelbe Karte für wen? Für mich? Nein. Was? Hab ich gemacht? Okay, Zeit schinden. Einfach mal über den Platz laufen. Ball mitnehmen! Nimm doch den Ball mit! Okay, das Spiel ist wirklich fast schlimmer als FIFA. Für den Gameboy wohlgemerkt. Die modernen FIFA sind ja nicht schlecht. So, jetzt wieder hier den Dagobert machen. Fuck! Ich weiß halt nicht, wieso ist der Tormann da vorne? Achso, das war ja schon der Fünfer. Nicht zum Tormann, nicht zum Tormann, nicht zum Tormann. Oh. Tormann, Tormann, da ist es. Oh, das war richtig schön. Ich bin im Tunnel. Ich fühle mich wie Neymar. So, komm, komm, komm. Lauf, nein, wo ist denn mein Spieler? Ich muss echt gucken, welchen Spieler ich habe. Ich weiß es nicht. Wo ist der Ball? Was? Hier. Aber wo ist der Ball? Ah, links. Okay. So, habe ich jetzt irgendeinen Spieler. Oh, jetzt habe ich den. So. Fuck. Man darf nicht zu lange in eine Richtung laufen, sonst verliert man den Ball. Okay, in die Halbzeit gerettet. Weiter. 4-2-2, besser wird's nicht. Kick-off. Ententanz, Ententanz. Fuck. Okay, nicht zum Tor. Die wissen schon, warum. Oh. Mach keine Stummheiten. Oh. Okay, Ecke. Wir müssen verteidigen. Oh, bester Tormann, ey. Nein! Oh. Okay. Shit! Und da habe ich aber auch nicht gut verteidigt. Aber es war auch wieder ein Tormann-Fehler. Fuck, ey, schon wieder Ecke. Ich komme hier nicht mehr raus.
Ja, die machen gerade mega Pressing. Aber ich muss ja nur noch ein Tor machen, ne? Das reicht ja. Ey, das ist immer der gleiche Ablauf. Tormann macht Scheiße. Ball kommt zurück. Und was soll ich machen? Okay, wir haben noch nicht verloren. Kein Elfmeter. Okay, so. Konter. Ententanz. Oh, ich kann halt nicht einfach mal die Richtung wechseln beim Dribbling, das geht nicht. Okay, aber wir können es noch schaffen. Oh, schön verteidigt. So, welchen Spieler habe ich? Den. Ist so dämlich. Wow. Okay, wir führen. So, welchen Spieler habe ich? Den links. Schade. Oh. Elfmeter, oder? Das war was? Wie? Ich habe nichts gedrückt. Okay, komm. Wie eben. Was? Der war doch drin. Ey, der war drin. Ey, was? Ich hab den wirklich drin gesehen. Okay, taktisches Foul. Soll mir recht sein. Nein! Was soll ich hier machen? Ey, hat das. Ihr habt das doch auch gesehen, oder? Was soll ich denn da machen? Der Tormann springt da halt einfach vom Ball weg, damit er reingeht. Hä? Ich bin verärgert. Der hätte einfach nur stehen bleiben müssen, aber nein, ich spring vom Ball weg. Da hat er schon wieder gelegen. Da hat der. Der Tormann hat schon wieder auf dem Boden gelegen, bevor der Ball überhaupt bei ihm war. Was ist das denn für eine KI? Das Spiel ist nicht so gut, aber Wex, seine Reaktion einfach nur göttlich. Ich werde hier benachteiligt. Aber hart. Welchen Spieler habe ich denn? Yo, Zelda. Ich habe keinen Spieler. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Warum geht das denn so schnell? Habt ihr das gesehen? Ihr habt das gesehen, oder? Das hab nicht nur ich gesehen, wie der gerade hier abging. Was ist das für ein Spiel, ey? Okay, was passiert jetzt? Verlängerung oder auch Verlangen, wie man so sagt. Das ist ja entschieden, ja, ohne Scheiß, ey. Ohne Scheiß, das ist mit Sicherheit Top 3 der schlechtesten Spiele, die wir bisher hatten. Also, das ist ja ganz schlimm. In welcher Sportart? Ja, es ist halt Fußball, ne? Okay, wir können es schaffen. Aber bisher war jedes Gegentor nicht. Mein Fehler. Können wir das festhalten? Ball vergessen! Oh! Uff.
So, jetzt schön über die Außen gehen. Die können nicht mehr, die sind stehend K.O. Was? Ich? So, welchen Spieler habe ich? Habe ich noch eine Abwehr? Oh. Okay, dieser Entenwalk, der ist aber echt gut, ne? Man ist halt ein bisschen langsam. Foul! Der Torwart steht nur am Ende einer langen Fehlerkette, aber sicherlich nicht. Zumindest nicht immer. Guck dir das doch an! Wie kann der denn da vorbeifliegen? Guck dir das doch einfach an! Never! Alter, ich rast aus! Wir verlieren! Alles klar, Steuerberater Steffen. Dann schön, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Follow nochmal. Und viel Erfolg beim Video bearbeiten. Ah. Ja, stellen wir uns auf die nächsten 10 Minuten ein. Ich glaube auch. Aber ich meine, was ist das auch? Ich bin eigentlich so gut. Das ist gefährlich. Sobald so ein Ball aufs Tor rollt, der ist drin. Ich kann da ja nichts machen. Ich kann das ja überhaupt nicht beeinflussen, was da passiert. Ja, David! Jetzt hat er mich hier weggegrätscht. Also beide Spieler von mir, wo ich mir... Ich möchte das nicht mehr. Warum ist Schottland so gut? Wo sind meine Spieler? Ich glaube, es war ein Eigentor, ja. Aber ich sag mal so, den hätte man auch halten können. Sorry, aber was ist das? Rekord für Selbstmitleid. Ich kann doch... Mein Tormann springt einfach vor ankommenden Bällen weg. Damit das Tor frei ist. Das sehe doch nicht nur ich. Guck mal, wir haben unsere erste Ecke. Was ist das? Hoch und weit. Ja, der war ja sehr hoch und weit. Und ich laufe einfach am Ball vorbei. Ey, scheiße, ey. 2-1 geführt und 2-5 verloren in der Verlängerung. Ist schade. Hätte man noch mehr draus machen können, glaube ich. Okay, wir nehmen nochmal Deutschland, aber wahrscheinlich nicht mehr so lang. Und spielen gegen Wales. Vier-vier-zwei, keine Ahnung, 5-3-2, brauche ich mehr Abwehr? Wahrscheinlich nicht, oder? Ach komm, vielleicht, ey, vielleicht bei 5-3-2, vielleicht haben wir dann einen Abwehrspieler, der zusätzlich im Tor steht. Ach guck mal, Völler spielt jetzt mit. Okay, jetzt haben wir es. Völler mit der Nummer S2. Ne, Moment, das sind dann Auswechselspieler, ne? Ach egal, komm, let's go. Die Deutschen sind aber auch echt langsam. Yo, Suppressor. Ah, Sport. So, mal schauen. Wir müssen einfach mehr Tore schießen als der Gegner. Dann ist das ja alles kein Problem. Wieso steht denn der schon hier?
Ja, und Schumacher ist auch dabei. Das ist doch manchmal spielen noch so die Best-of der Sportlegenden in so einem Fußballspiel. Ich glaube, das ist das hier. Oh, wieso? Okay, ich habe einen Ball. Nein! Ich habe einen Ball! Man kann nicht dribbeln. Welchen Spieler habe ich? Ich bleibe ruhig. Oh, nicht zum Tormann, nicht zum Tormann, nicht zum Tormann. Nein, 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 nein. Okay, kein Gegentor bekommen. Das ist beim Abstoß schon, kann man das schon mal erwähnen? Was? Wieso war das so? Alter, wie schnell! Alter! Was ist mit dem? Ihr seht das doch auch. Das kann mir doch keiner erklären. Selbstmitleid, sagt er. Ey. Ich glaube, das ist das schlechteste Spiel bisher. Das ist schlechter als FIFA, wirklich. Man sieht das vielleicht nicht so, weil das Spiel so eine gute Grafik hat, aber spielt sich nicht gut. Das war ein Scherz. Grafik ist nicht gut. So, jetzt aber. Allein wie ich hier durchdribbeln muss. Um den Ball nicht zu verlieren, ne? Das ist ja schon auch ein Qualitätsmerkmal. Wo ist mein... Ich weiß auch nicht, wen ich hab. Moment. Ja, die Tormitte, genau. Der Pfeil hat keine Bewandtnis eigentlich. Wo ist mein Spieler? Ich habe keinen Spieler. Ich habe keinen Spieler. Da habe ich einen. Oh, mein Tormann, ey, der ist richtig gut, ne? Oh, Tormann! Eine Bank. Oh, was ein Dribbling. Über das halbe Feld. Wir fangen an, wieder ein bisschen an zu täuschen. Nein! Ein paar Übersteiger gemacht. Boah, ey, das Spiel, das ist richtig hart. Wo ist... Ich hab kein... Junge! Okay, gerade noch weggegrätscht. Schön von hinten, letzter Mann. Egal. Vormann. Safe. Ja, entscheidet euch halt. Wer... Jetzt kommt... Ja. Der ist drin. Der muss drin sein. Da war man nicht schlecht. Oh. Ey, dieser Abwehrspieler hier, der ist schnell. Wer ist das? Den brauche ich im Sturm. Oh, der Tormann ist so gut. Wie kann ich den denn? Kann ich lupfen? Ich will mal höher schießen. Das macht doch der auch ständig. Will das auch mal? Oh! Nein, nicht der Tormann! Nicht der Tormann! Okay, der Tormann ist gut. So, jetzt versuche ich mal einen Lupfer. Achtung. Ich schieß mal auf B. Okay. Okay. Okay, komm. Die Zeit ist gleich rum. Nein! Nur noch 6 Sekunden. Renn! Renn! Nein! Fuck! Gibt das Game auch für andere Konsolen? Ich glaube ja. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte es schon mal auf anderen Konsolen gespielt. Aber ich glaube, es gibt auch für den Super Nintendo. Okay, 0-0. Also ich werde schon besser. Kein Gegentor. Aber mein Tormann war auch echt gut. Der hat die Dinger mal gehalten. Ey, was ist das so schnell? Alter, die schießen und sind schneller wieder. Oh, ey, nee, ich reg mich nicht auf. Was? Boah, ich.
Ich bleib ruhig. Ich machen, ey. Was soll ich machen? Original auf Amiga? Das kann sein. Die Startmusik hat mich auf jeden Fall dran erinnert. Soweit ich weiß, Haruka gibt's keine Sprint-Taste. Also mir wäre zumindest keine bekannt. Aber direkt zwei Dinger jetzt wieder zu kassieren, ist doch ekelhaft. Und was sind denn das für Ecken? Komm. Oh. Okay, ich versuche jetzt auch mal, ich will auch diese Mistschüsse machen wie der. So einfach hoch ins Nirgendwo und dann springt er schon irgendwie ins Tor. Das schaffe ich nicht mehr. Ich glaube, ich werde direkt neu starten. Ist da vorne ein Stürmer von mir? Nee, ne? So irgendwie direkt steht er im Tor, trinkt dann Kaffee? Nee. Okay, jetzt Achtung, Achtung. Okay, das geht, aber ich mache das zu früh. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der dann übers Tor geht. Ist hier irgendwo ein Spieler von mir? Irgendjemand? Bitte. Ja, ich will mir einfach den Ball wegnehmen. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie man passt. Ich will mir gerade einen PC bestellen mit einem Paypal. Sorry, ich muss leider aufpassen. In einem Loop gefangen. Ich rege mich mindestens genauso auf wie Wax über das Spiel. Ja. Ich glaube, du hast gar keine Ahnung, wie sehr ich mich innerlich noch zusätzlich aufrege. Warum sind die so schnell? Es gibt kein Rennen. Wenn ich A drücke, schießt er. Wenn ich B drücke, schießt er. Und viel mehr Knöpfe hat der Gameboy nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich in der Verteidigung falsch mache. Mein Spieler steht im Tor. Das macht er schon richtig. Aber mein Tormann springt einfach weg. Der Schuss kommt genau auf den Tormann. Und dann denkt er sich, ja, ich soll. Ich glaube, ein Spiel kannst du nur gewinnen, wenn du 5 Tore machst. Du kriegst zwar auch 4, aber das ist ja dann egal. Solange du 5 Tore schießt. Oh, Leute. Wo sind meine Spieler? Okay, jetzt komm. Jetzt machen wir mal einen Lupfer, der auch reingeht. Aber fast. Fast. Alles klar, BMF. Schöne Ostern. Und schön, dass ihr da wart. Einen schönen Tag noch. Shit. 0-3. Wieder mal. Wahrscheinlich ist das Spiel eine Simulation von Bambini-Fußball. Die Spieler sind entweder irgendwo oder machen was anderes und alle gemeinsam beim Ball. Und der Torwart weicht den Ball aus. Dafür ist es eigentlich gut gelungen. Ja, das stimmt. Eine gute Simulation. Gut, ich nehme jetzt mal eine andere Mannschaft. Ich nehme mal England.
Und wir spielen gegen Frankreich. Wir müssen einfach alles mal auswählen. 5-3-2 war jetzt nicht sehr erfolgsversprechend. Ich muss halt das mit dem Lupfen noch ein bisschen perfektionieren, ne? Ich glaube, es macht gar keinen Unterschied. Wobei, die sind jetzt schon schneller. Ich wusste nicht, wo ich bin. Vielleicht kann ich bei dem Lupfen auch gerade aufs Tor laufen, aber das ist halt so eine Sache mit dem Dribbeln. Okay, Ecke, Ecke! Okay, so. Wir haben sie. Wir machen jetzt die Ecke direkt rein. Mario Basler war ja damals, hat ja für England gespielt. Wieso fliegen die so komisch? Die sind angeschnitten, obwohl ich nichts drücke. Ich spiele doch gar nicht mit Wind. Dachte ich zumindest. Kann aber auch täuschen. Jetzt habe ich den Spielerwechsel. Oh oh, oh oh, oh oh, nicht springen. Oh, Gott sei Dank. Okay. Nächster Versuch. Diese Schüsse mit B sind halt keine Torschüsse, ne? Und deswegen gehen die halt auch nicht aufs Tor. Ich weiß nicht, wie der Computer das macht. Der hat scheinbar einen Knopf mehr als ich. Auf seinem Game Boy. Okay, aber hier merkt man schon den Geschwindigkeitsunterschied. Den nehme ich gerne an. Okay, so jetzt. Das können wir gar nicht mehr verlieren. Es sind ja nur noch 8 Minuten. Wo ist mein Tormann? Ich kann schon ohne Tormann spielen. Alter! Ja, ich dachte, es lief so gut bis zum ersten Tor. So. Wir müssen halt lernen, Tore zu schießen, ne? Darauf läuft's hinaus. Ey, es war faul, Schiri, wirklich. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie macht man Ecken? Das habe ich echt nicht verstanden. Die sind doch alle flach. Egal, was ich drücke, die kommen flach. Oh, wow, nee, ja. Wo ist mein Spieler? Shit! Wo soll ich wissen, dass das der Tormann ist? Spieler, 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 Spieler. Wo ist ein Spieler von mir? Welchen habe ich? Ich weiß nicht, ob ich nach unten oder nach oben drücken soll. Okay, den links habe ich. Den rechts meine ich. Oh, faul. Ja, ey, mit der ganzen Liga, ey. Das wäre schon richtig, richtig hart. Das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Oh, ich kann nicht... Nimm den Ball und lauf nach oben. Das kann doch wohl so schwer nicht sein. So, welchen Spieler habe ich? Ist hier irgendjemand von mir? Irgendjemand? Der ist doch viel zu langsam. Wow. Ey, der ist schnell. Ich muss über links kommen. Linkes Mittelfeld scheinbar ist schnell. Ey, warum sehen meine Spieler aus wie der Tormann? Ich weiß doch nie, ob der zu mir gehört oder nicht. Nein! Ja, nein!
Okay, der wäre drin gewesen. Ey, aber 1-1 zur Halbzeit. Wir werden besser. Wir werden besser. Das sage ich meistens zur Halbzeit und dann gehe ich noch voll unter. Zum Beispiel, wenn mein Tormann den Ball hat, dann wird's gefährlich. Okay, über links kommen ist nicht schlecht. Das ist mein Spieler offensichtlich ja schnell. Oh, jetzt werde ich nochmal weggekrätscht. Das gibt's doch nicht. Ich muss eine Möglichkeit finden, wie ich, wo ich stehen muss beim Schuss, dass er reingeht. Das fällt mir bisher noch sehr schwer, mich zu positionieren, weil ich auch nie weiß, wo ich bin. Okay. Aber gefühlt habe ich mehr Ballbesitz als noch zu Beginn des Spiels. Das heißt, weil wenn wir den Ball haben, dann können wir meistens kein Gegentor kriegen. Außer wenn ich ein Eigentor mache, wie vorhin. Oh, fuck. Warum ist der wieder so schnell? Das kann doch wohl nicht sein. Thomas, was? Wie ist denn der da reingerutscht? Ey, das Spiel ist ein einziges Meme. Oh, fuck. Oh! Was? Dragonmoor. Ey, das Spiel ist eins, das existiert. Wo ist meine Abwehr? Jetzt mal ganz ehrlich. Der bekommt... Hier steht einer. Oh, da steht auch noch einer. Aber wieso habe ich denn keinen Spieler? Und dann springt der wieder weg. Alles klar, Riparella. Schön, dass du noch da warst. Auch dir schöne Ostern. Versteh's nicht. Ich hoffe, dass wir hier nicht mehr so lange hängen werden. Genau, das war der Tormann. Uff. Alter. Okay, ich versuche mal zentral aufs Tor zu gehen und dann zu lupfen. Okay, das war zu früh. Weil der Tormann steht eigentlich schon immer relativ weit vorne. Oh, Leute. So, hier nicht den Ball verlieren. Meine Spieler sind halt schon schneller, ne? Das müsste ich eigentlich besser ausnutzen. Jetzt hat er nicht geschossen. Ich drück B und er macht nichts. Das ist aber eine gute Strategie, denke ich. Oh, jetzt läuft ja ein Ball vorbei. Jetzt habe ich wieder keine Chance, weil ich habe keinen Abwehrspieler, der da steht. Spiel ist nicht. Okay. Das ist ein widerliches Spiel. Ja, das Problem ist halt, man schießt immer dahin, wo man gerade hinschaut. Aber wenn man sich halt kurz vorm Schuss nochmal drehen möchte, dann verliert man den Ball. So wie jetzt. Ich wollte halt noch ein bisschen auf außen gehen, um dann halt ins lange Eck zu schießen, aber ich krieg halt meinen Spieler nicht gedreht. Das ist schade. Wie kann man denn so lange brauchen für ein Spiel? Also um ein Match hier zu gewinnen. Das ist ein bisschen schade. Wo war mein Tormann?
Und jetzt krieg ich auch noch einen Elfmeter. Nee, krieg ich nicht. Ich wurde gefoult. Ach. Neustart. Oder wir spielen Einzelspiel. Im Grunde ist es ja egal. Wir probieren mal Einzelspiel. Wir sind Mannschaft A. Was auch immer das bedeutet. Ich spiel mal 4-2-4. Ah, ey, ich hab keine Ahnung. Okay, Mannschaft A ist auch Deutschland. Okay. Dieses Spiel hat wirklich nicht viel Content. Aber ich wollte ja gar nicht mit Deutschland spielen. Ich merke schon, wie langsam die direkt wieder sind. Ich weiß nicht. Okay, den habe ich. Vielleicht muss häufiger schauen, welchen Spieler ich gerade habe. Aber das ist natürlich auch richtig spannend. Junge, Junge, Junge. Komm, das schaffst du, Junge. Lauf, zieh. Oh, jetzt wird er noch abgeräumt. Habe ich hier vorne noch einen Stürmer? Nee, ne? Nee. Oh, ich hatte den doch. Okay, wir machen mal. Ich wollte passen. Aber der Gegner ist scheinbar 3 Meter groß. Gar keine Chance. ich spiel nach oben, oder? Schon vergessen. Ich glaube ja. Was? Der war drin. Stehen die sich einfach in die ins Tor rein? Nein. Bin gespannt, ob es auch eine rote Karte gibt. Wahrscheinlich schon. Also eine gelb-rote in dem Fall. Okay, komm. Zieh. Es wird nicht besser. Mit etwas Glück sehen wir Caesars Palace im Oktober 2024. Ja. Und Caesars Palace wird ja auch so ein Ding, ne? Das ist ja auch eher Glück, ob man da gewinnt oder nicht. Wobei, da habe ich schon vorbereitet. Okay, ich versuche jetzt mal einen Lupfer. Es geht nicht. Caesars Palace habe ich schon ein VOD auf YouTube hochgeladen mit dem besten Ending. Das wollte ich dem Stream wirklich nicht antun. Da muss ich gleich mal schauen, wie wir das durchspielen. Okay, ich komm. Nee, ich bin da gar nicht. Wo bin ich denn? Warum bin ich hier? Ah, das war schlecht. Nicht schlecht, meine ich. Ich hatte schon Chancen. Was war das denn? Ich hab nichts gedrückt. Oh, wieso habe ich denn wieder keine Abwehr? Nein, nein, nein. Tormann, Tormann, Tormann. Gott sei Dank. So, jetzt wieder. Zentral. Und Schuss. Ja, da ist halt der Tormann. Deren Tormann springt halt nicht einfach weg. Anders ist er nicht zu stoppen gewesen. Ah.
Komm an. Komm raus. Oh, lauf, 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 lauf und grätschen und jetzt weiter. Das ist natürlich der Tormann. Ja, Litschi, normalerweise, also heißt normalerweise, aber so ein Spiel hier geht 2x5 Minuten. Das heißt, im Optimalfall wäre man in 10 Minuten durch gewesen. Aber ich schaffe es nicht zu gewinnen. Weil ich zu wenig Tore mache und mein Tormann zu viele Fehler. Aber hey, zweite Halbzeit 0-0. Das ist schon mal nicht so schlecht. Da ist Potenzial. Ist hier irgendwo ein Spieler von mir? Ja, oh, ich habe Stürmer. Seit wann? Ist da noch einer? Ist da irgendjemand von mir? Warum? Ich habe 3 Stürmer. Und hier steht niemand. Okay, das war ein bisschen dumm, wieder in den Rhein zu laufen. Komm, go, 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 go! Tormann, Tormann, Tormann! Wo sind meine Spieler? Ich will... Da. Oh, die kontern mich aber wieder aus. Das ist... Junge, 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 wo sind meine Spieler? Oh, das war gefährlich. Wow. Okay, komm. Ich hab doch Außenstürmer hier. Nein. Jetzt. Ja. Ey, der Tormann ist viel zu gut. Ja, der Optimalfall ist nicht eingetreten. Hier braucht man keinen Skill. Hier braucht man einzig Glück. Ich kann hier keinen Spieler steuern. Und wenn mein Tormann wegspringt bei einem Schuss, ich meine, guck, wo ist das Skill, dass der jetzt hier den Ball hat und ich niemand mehr habe? Ich habe keine Abwehr. Der kann jetzt einfach aufs Tor zu laufen. Hier ist niemand mehr von mir. Warum nicht? Und dann... Okay, er hat vorbeigeschossen. Ja, ich merke nichts, weil ich kann keinen Spieler wechseln manuell. Und das heißt, alle Spieler werden von der CPU gesteuert. Oh, von wegen, ey. Aber das war nochmal wichtig. Komm, Mauer machen. Okay. Ja, die Version ist schon kürzer, ja. Aber wie gesagt, wir müssen nur ein Spiel gewinnen. Das ist das Gute. Und wir werden es irgendwann schaffen. Ich meine, jetzt steht es 0-0. Und wir haben schon 2 Drittel des Spiels. Wo kommt der? Man sieht so wenig vom Spielfeld. Ach, Kollege. So, wo habe ich... Den Spieler zum Beispiel steuere ich nicht. Das heißt, nach rechts unten drücken bringt nichts. Ich müsste ja jetzt proaktiv sagen, lauf zum Ball. So, ich habe den hier. Warum auch immer, nehme ich jetzt meinen Stürmer mit nach hinten. Ärgerlich. So, jetzt aber. Ich lupfe wieder. Vorsicht. Oh, mach doch einen Flugkopfball einfach. Kann doch so schwer nicht sein. Ist aber bisher, glaube ich, fast der beste Versuch, ne? Was war das? Ich habe nichts gedrückt. Aber der Ball ist plötzlich fast bei meinem eigenen Tor. Was war das?
Wie macht man Tore? Und wo ist meine Abwehr? Guck mal, der Spieler von ihm ist noch in seiner eigenen Hälfte. Wir schauen mal, wo meine Abwehr ist. Ich spiele mit Viererkette, offiziell. Und hier ist keiner. Das ist doch, also, das kannst du mir nicht erzählen, dass das was mit Skill zu tun hat, wenn die KI denkt, das hier müsste mein letzter Abwehrspieler sein. Okay. Er hat einen Fehler gemacht, er hat geschossen, aber wir müssen halt ein Tor machen. Nein! Tor machen, du Arschgesicht! Skill. Da hätte ich ja was da hätte ich aber auch mal was dagegen machen können jetzt. Ja, das war Skill. Also, dass der Tormann dem Stürmer, dem von den Füßen schießt, das hätte ich sicherlich auch verhindern können. Ich weiß nur nicht wie. Joker! Vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen. Ja, der Joker oder auch der SuperNES.de spielt auf seinem Kanal überwiegend JRPGs für den Super Nintendo. Oder Super Famicom, möchte man fast sagen. Wer da Bock drauf hat, einfach mal folgen. Und zumindest wieder keinen Super Kickoff spielen. Das ist, glaube ich, klar. Ich werde langsam salzig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin ratlos. Wirklich. Sowas wie eben kann ich nicht verhindern. Also ich wüsste nicht wie. So, wie kann ich jetzt... Ich meine, mein Spieler ist von zwei Leuten gedeckt. Kann ich irgendwas machen? So, wie kann ich ein Tor machen? Wie kann ich ein Tor machen? Einfach geradeaus schießen geht nicht. Tormann, bitte. Und keinen Fehler machen. Das ist so gefährlich. Ich meine, mir ist bewusst, dass ich hin und wieder mit meinem Abwehrspieler nach vorne renne. So, dass dann wahrscheinlich hinten keiner mehr ist beim Konter. Aber, dass da also gar keiner mehr ist, sollte eigentlich nicht so sein. Ey, der holt mich ein. Ja, und dann, der kann mich ohne Tackling, kann er mir einfach den Ball vom Fuß schießen. Was war das? Okay. Lass uns ein Tor schießen. Ey, der ist so schnell, wenn er grätscht. Das ist doch lächerlich. Oh, ich habe ein Tor gemacht. Ich habe ein Tor gemacht. Was kann jetzt noch schief gehen? Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber es sah eigentlich ganz gut aus. Nein, was zum Spaß? Oh. Oh, ey, ich krieg Puls. Beim allerletzten Boss im Spiel gestorben. Jetzt darf man die ganze Location inklusive vier Vorbosse vom Final Boss nochmal machen, weil die bei dem Spiel keinen Speicherpunkt in der letzten Location eingebaut haben, die Entwickler. Mindestens eine Stunde Progress für den Popo. Ey, Joker, ich weiß, wie du dich fühlst. Das geht mir hier ganz genauso.
Wir spielen schon immer eine Stunde und jeder Progress, also wir machen keinen Progress. Kickoff 2 war im Startpack des Amiga 500 enthalten und eines der schlechtesten Fußballspiele drauf. Hi Jungwolle. Das kann ich durchaus verstehen. Dieses Spiel ist so schlecht. Also wirklich. Also unfassbar schlecht, möchte man fast sagen. Oh, der war auch nicht schlecht. Der war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Sonst wäre er drin gewesen. So, welchen Spieler habe ich? Die Innenverteidigung habe ich nicht. Den da? Okay, ich renne nicht hinterher. Ich warte, bis ich die Innenverteidigung habe. Wo ist denn der... Lauf da... Okay, meine Abwehr läuft in den eigenen 5-Meter-Raum. Der ist drin. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie soll man verteidigen in dem Spiel? Oh, fuck. Ich glaube, das war ich selbst. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Statt einen Torschuss mache ich das. So, kann ich bitte einen Abwehrspieler haben? Wo sind meine Abwehrspieler? Ich habe keine Abwehrspieler. Es gibt aber heute noch eine Kickoff-Community, warum auch immer. Ich kann es auch nicht verstehen. Denn man, was man hier sieht, ist... Ihr habt das gesehen, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin ratlos. Ich bin wirklich ratlos. Ich weiß nicht, wie man dieses Spiel beenden soll. Ich habe ein Tor gemacht. Allerdings ist Fußball eine Sportart, die ich möglichst meide und grottig langweilig finde. Ich mag Fußball und deswegen ist es umso trauriger, dass dieses Spiel so schlecht ist. Ich bin richtig enttäuscht. Ich habe gehofft, dass es eines der besseren Sportspiele wird. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Okay, wenn ich A gedrückt halte, dann kommt dieses komische Fadenkreuz. Ich weiß aber nicht, was das macht. Weil geradeaus schieße ich sowieso immer. Ey, dieser eine Spieler, der da immer steht, ne? Der hat jetzt auch noch den Ball. Wie? Oh! Das gibt's doch nicht! Okay, wie lange werden wir hier dran spielen? Das ist die große Frage, die ich mir gerade stelle. Es macht halt auch keinen Spaß, das muss man natürlich dazu sagen. So, ich habe keinen Stürmer hier. Muss ich 4-2-4 spielen? Ich hab das Gefühl, mir fehlen Stürmer manchmal. Ja. Gerade schießen. Okay, immer schön über die Außen gehen, wo kein Spieler von mir ist. Das ist wieder gefährlich. Okay, so jetzt. Oh. Ist auch geil. Wenn man den so abgrätscht, kommt er sowieso wieder an den Ball. Mit der Ausnahme, dass mein Spieler aber aus dem Spiel genommen ist.
Die Spieler sind auf dem Amiga bunter, aber die Beine sind noch simpler und geringer dargestellt. Echt? Ich meine, oh Gott, der ist drin. Ah, gerade noch gerettet. Die Grafik hier ist schon sehr schwach. Die Soundeffekte sind, naja, nicht der Rede wert. Aber das Schlimme ist das Gameplay. Leider. Okay. Okay. Der war schon nah dran. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, konstant ein Tor zu schießen. Also mit irgendeiner Strategie immer zu treffen. Sowas gibt's doch auf diesen ganzen. Bei diesen ganzen 8-Bit, 16-Bit Fußballspielen. Ja, auf der Sega-Konsole ist das. Das passiert halt richtig, richtig häufig. Dass mein Tormann einfach den Stürmer anschießt und dann ein Gegentor, ne? Das ist schon schade. Okay, ich geh jetzt. Oh, komm jetzt aber. Ich muss das lernen. Ich muss es lernen. Und meine Stürmer sind nicht existent. Mein Mittelfeld ist nicht existent. Meine Abwehr, naja, manchmal ist sie da. Aber eher nicht. Ich habe nichts gedrückt. Der hat automatisch diesen Kopfball gemacht. Und jetzt hat er den Ball einfach mal vergessen. Fuck! So, heute sind mir die Spielregeln fremd. Naja gut, das Spiel hier hat ja nicht viele Regeln. Ich meine, Abseits oder so scheint es nicht zu geben. Foul, ja, okay. Aber der Rest ist ja eigentlich... Gibt's ja nicht. Gibt ja nur Tor und am Tor vorbei. Das Spiel ist ein einziges Meme. Wen könnte ich mal noch nehmen? Kommen wir mal mit Italien. Italien gegen Wales. Der Klassiker auch wieder. Ich brauche eine andere Aufstellung. Ich weiß nicht, 4-2-4 haben wir glaube ich noch nicht gehabt. Nimm Holland. Aber Holland war doch damals nicht gut, oder? Doch waren sie eigentlich, ne? Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das macht gar keinen Unterschied. Es gibt keine Stats, meine ich. Die spielen sich alle gleich. Also, der Tormann ist immer gleich dumm. Der ist sicherlich schnell, der geht vom Tor vorbei. Naja. Wales gegen die Dolphins? Wer sind denn die Delfins? Ja, genau. Genau. Mach es genauso. Ich komme aus meiner Abwehr nicht raus. Ich hab nichts gedrückt. 11 Meter. Okay, die haben vorbeigeschossen. Ich glaube, wir werden heute über das Spiel nicht hinwegkommen. Ich komme hier nicht raus. Es ist immer der gleiche Ablauf. Okay, was war das? Was war das? Ich raff's nicht.
Oh. Also ganz klare Empfehlung, das Spiel mal zu spielen. Ich glaube, was hier gar nicht so durchkommt, ist wirklich, wie wenig Kontrolle ich über dieses Spiel habe. Da hat er schon gelegen. Muss noch mal was gucken. Ich meine, was hat das hier mit dem Skill auf sich? Skill Mannschaft A, Mannschaft B? Ich verstehe es nicht. Jetzt sind wir Mannschaft B? Wohin waren wir Mannschaft A? Unser bestes Ergebnis war bisher Verlängerung. Wir sind schon mal in die Verlängerung gekommen. Haben da aber dann 3:0 verloren quasi. Das war nicht so schön. Aber mal gucken. Vielleicht klappt's ja jetzt. Wenn ich immer mal rausfinde, wie man hier einen Einwurf macht. Ah, der war nicht schlecht. Ich spiele mit Default Settings. Ich habe noch nichts geändert. Ich habe an dieser Skill-Einstellung, ich habe es mir nur mal angeschaut. Ich habe nichts gemacht. Oh, jetzt steht noch einer auf der Linie und du kratzt den raus. Hat man sowas schon mal erlebt? Das war nicht schlecht gerade. Okay, ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter auf die Grundlinie. Ja, der Tormann gut gehalten. Ich frage mich halt, warum mein Tormann so Sachen nie hält. Das würde ich gerne wissen. Und wo ist meine Abwehr? Ach, da links ist noch einer, aber den kann ich nicht steuern. Ja, dann lauf halt durch, Kollege. Oh Gott, ist. Ach Gott. Oh. Die Spieltiefe, zum Beispiel die Charakterkonstellation, erschließt sich mir nicht im geringsten. Mir erschließt sich ja auch gar nichts. Die Proportionen, das alles, da passt gar nichts. Die Steuerung erschließt sich mir nicht mal. Okay, so jetzt aber. Ich weiß nicht, wo ich stehe. Obwohl dieser blöde Pfeil da ist, der eigentlich ja angeblich hier sagt, wo das Tor steht, habe ich keine Ahnung, wo das Tor steht. Also wo ich bin. Und ich kann ja auch nur gerade schießen oder schräg. Ich habe ein Tor gemacht. Ich habe ein Tor gemacht. Und ich hatte sogar den Eindruck, dass ich halbwegs wusste, was ich tat. Allerdings hier. Okay, wir haben es geschafft, den Ball nach vorne zu treten. Foul? Schiri? Was los? Ey, diese Einwürfe, die machen mich wütend. Ich weiß nicht, was ich drücken soll. Also ich drücke A. Aber die stehen da. Was ist das denn? Okay, so. Wo ist mein Stürmer? Stürmer, 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 Stürmer. Wo ist mein Stürmer? Da. Komm. Oh, da habe ich den Ronaldinho gemacht kurz. Und dann aber trotzdem noch den Ball verloren. Okay, das. Oh nein, 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 nicht zum Tormann. Das ist so gefährlich.
Renn, Kollege, nein! Okay, na, na, Ecke. Oh, ich muss das zweite Tor machen. So, komm, ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Habe ich jetzt freie Bahn? Nee. Nee. Aber da vorne ist noch ein Spieler von mir. Kann ich in den Ball passen? Oh, ja, genau, vergiss den Ball. Wo ist er? Wo ist er denn? Okay, da ist er. Ich reg mich nicht auf. Ecke. Wichtige Sekunden, die wir da gewinnen. Auch wenn wir noch in der ersten Halbzeit sind. So, wie mache ich die Ecke nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Aber guck mal, da ist einer auf kurz gelaufen. Was ist das? Okay, Halbzeit. Junge, 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 Junge. So, ist hier ein Spieler von mir? Ich glaube, der geht ins Aus. Naja, egal. Oh. Oh. Ich wiesel mich davon. Fuck. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nicht zum Tor, Mann. Bitte nicht zum Tor, Mann. Okay. Nee, ich kann nicht Pause drücken. Das heißt, ich kann auch nicht schauen, wo die stehen. So, ist irgendwo ein Spieler von mir? Nein, nein, nein. Die Zeit läuft für uns. Mal schauen. Man muss ja irgendwie optimistisch bleiben. Tormann? Bitte nicht zum Gegner. Bitte nicht zum Gegner. Das kann doch nicht sein. Okay, er hat ihn gehalten. Aber was ist das? Ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Oh nein! Ich bin raus. Scheiße. Beim Oil-Imperium würdest du einen Reibach machen, so boring ist das. Ja, ich könnte mir auch gerade anderes vorstellen, aber ich weiß nicht, wie ich spielen soll, um hier den jetzt anzugreifen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wo ist meine Abwehr? Das kann nicht wahr sein. Greif den an! Sowas, ey, das ist ermüdend. Es ist wirklich ermüdend. Keine Ahnung, das passiert wirklich häufig. Ich habe keine Abwehr. Ich habe keine Abwehr. Ich kann nichts machen. Der läuft fast wieder. Oh Gott, ich reg mich nicht auf. Ich glaube, ich mache gleich mein Mikrofon aus. Ich bin genervt von mir selbst. Jo. Beste Mauer, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Spieler. Sieht jemand meine Spieler? Sind die noch da? Wow.
Nimm den Ball! Ich wollte den Torwart austricksen hier. Yo, Freeze! Ja, das siehst du richtig. DuckTales ist kein langes Spiel. Wir sind schon länger an dem Spiel hier als an DuckTales. Und wow. Wir haben einen neuen Anwärter für das schlechteste Spiel, das ich bisher gespielt habe. Definitiv. Also, das ist schon dreist. Oh, ja, die Zeit, ey. Ich habe keine Zeit. Oh. Ja. Aber guck, ich habe in den Optionen, habe ich bei Skill immer noch Mannschaft A stehen. Und bei Einzelspiel hat er mir gerade mal Mannschaft B genommen. Verstehe das nicht. Bis gleich, Freeze. Okay, irgendeine andere Aufstellung. Wie gesagt, 4-3-3. Ich spiele mal 5-3-2 wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Aber auch manchmal so knapp, ne? Wir brauchen halt nur ein bisschen Glück. Ich schieße jetzt den Ball immer hin und her. Um schon mal ein bisschen Zeit zu schinden, aber wir brauchen halt auch ein Tor. Wieso kann der so weit einwerfen? Wie geht das? Muss man mehr Arme trainieren wahrscheinlich. Gut. Nicht zum Gegner. Und da kommt der Ball zurück. Und ich habe keine Abwehr. Naja. Wie mache ich ein Tor? Wie mache ich ein Tor? Bist du so gern, wie ich ein Tor mache? So nicht. Ich habe gerade versucht anzuschneiden. Ich wollte ihn so schräg schießen und dann nach innen ziehen. Aber das ist bei der Steuerung wirklich auch unmöglich, irgendwie so ein bisschen. Mein Spieler steht auf der Grundlinie im Tor. Da kann ich ihn gebrauchen. Not. Das ist halt meine Hoffnung. Dass ich so spitz schießen kann, dass er halt da immer reingeht. Aber es geht scheinbar auch nicht. Ja, ey, jetzt gib dir mal auch mal die rote Karte. So, was mache ich hier? So nicht. Ich habe selten so gestruggelt bei einem Fußballspiel, überhaupt zu verstehen, wie man... Yes! Ein Tor schießt! Yo, Flo! Yo, Raiders! Was geht ab? Was habt ihr gespielt? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich weiß es. Curious George, habt ihr es durchgespielt? Ja, der Flo, der versucht nämlich, alle GBA-Spiele durchzuspielen. Und da werden sicherlich auch irgendwann Fußballspiele kommen. Und dann werde ich da auch zuschauen und mich köstlich amüsieren.
Ja, hi. Ich bin hier mega salzig gerade, weil ich dieses Spiel nicht auf die Kette bekomme. Und ja, das ist der Stand. Wir versuchen seit einer Stunde ein Match zu gewinnen. Ohne Erfolg. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Fuck, wieso kann ich nicht mal 2-0 machen? Das kann doch nicht sein. Der kuriose Affe hat sein Abenteuer beendet. Jetzt habe ich einen GTA 1-Klon, welcher nicht gut ist. Wie heißt der denn? Vielleicht kenne ich den ja. Oh, renn, 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 renn! Okay. Ey, das ist nicht schlecht. Das Spiel läuft gerade erschreckend gut. Wobei, ich bin ziemlich weit. Ich bin zu weit außen. Scheiße. Payback? Das kenne ich vom Namen irgendwie. Aber von anderen Konsolen, nicht vom GBA. Scheiße, der ist zu schnell. Oh, was eine Abwehrleistung! Ey, wenn die durch die Mitte kommen, habe ich keine Abwehr. Der ist drin. Ich leg mich fest. Wenn ich sehe, dass der Gegner so aufs Tor läuft, dann ist der Ball drin. Kann ich nichts gegen machen. Ich habe zwar hier Abwehrspieler, aber die werde ich nicht ausgewählt kriegen. Und irgendwann wird er einfach schießen und er ist drin. Wir wetten. Renny räumt das Spielfeld auf, schnell und zuverlässig. Ja, schön wär's. Denn ich habe keine Kontrolle mehr. Oh shit! Oh nein! Was? Okay, das Spiel ist ein Meme. Das Spiel ist ein Meme. Abgepfiffen beim Anlauf zum Elfmeter. Sau gut. Ich glaube, wir haben mittlerweile wirklich alles gesehen. Prost, Anti. Okay. Wir hatten mal Glück. Kann ich weiterspielen, bitte? Oh ja, ich dachte, das Spiel wäre gerade gecrashed. Das war ja nicht ich. Das war ja nicht mein Elfmeter. Der Elfmeter war ja gegen mich. Deswegen finde ich das richtig gut. Aber das zeigt halt, wie scheiße das Spiel ist. Nochmal. In all seiner Brillanz. Ich kann nicht dribbeln. Das Spiel ist undribbelbar. Habe ich hier noch einen Spieler? Irgendjemand? Nein? Doch. Ja, der ist wieder drin. Ich kann ja nicht, ich werde ihn nicht stoppen können. Es wird nicht funktionieren. Okay, er war nicht drin, aber war schon nah dran. Oh Gott, wir müssen nur diese 5 Minuten überstehen. Vielleicht noch ein Tor machen, wäre auch nicht schlecht. Wer darf Einwurf machen? Ich? Was habe ich denn gemacht? Och, ey, ich hasse dieses Spiel. Ich bin so froh, wenn das durch ist. Wenn das irgendwann durch ist. Ja, ey, ich habe noch nie 2-0 geführt. Was war das? Was? Ich hab doch gar nicht. Da war doch niemand. Okay, das Spiel dreht völlig frei gerade. Das Video, die wird spannend. Ja, geil. Wo ist mein Spieler? Habe ich noch Spieler? Ja, aber der wird jetzt wieder rennen dürfen bis wann noch immer. Oh, was? Ich habe nichts gedrückt.
Wo sind denn meine Spieler, bitte? Ah, Mann, ey. Ja, was? Da war niemand. Gut, dass ich es nicht alleine gesehen habe. Ich glaube noch, ich werde verrückt bei dem Spiel. Wenn die gegnerischen Spieler wieder schnell, weil der Gegner, weil die KI zurückliegt. Jetzt kommt hier Rubberbanding. Irgendeiner. Bitte. Paul. Paul ist eine Erfindung von der Bandagenindustrie. Gibt's gar nicht wirklich. Warum sind hier keine Spieler? Bitte, gib mir doch einen Spieler. Hier ist echt niemand, ne? Mein Spieler steht im gegnerischen 16er. Okay, immer hin und her kicken jetzt. Wir haben den Zeitvorteil. Und wir führen 2-0, Leute! Okay. Wir können es wirklich schaffen. Noch eine Minute. Jetzt keinen Fehler machen. Okay, 50 Sekunden. Mit Gemütlichkeit kann ich bei dem Spiel nicht hier punkten, glaube ich. Hier muss man sich aufregen. Und nicht zum Tormann. Fuck! Immer schön rausnüllen hier. Fuck! Oh, ich habe einen Ball. Ich habe einen Ball nicht mehr. Okay, das schaffen wir noch 5 Sekunden. Bei 2-0 Führung. Let's go! GG! Wir haben gewonnen, 2-0. Time. Ich habe immer an mich geglaubt. Ey, was ein unfassbares Scheißspiel ist das denn gewesen? Ich bin enttäuscht. Maßlos enttäuscht. Ey, ganz ehrlich. Bei dem Spiel haben sie alles verkackt. Wirklich. Komplett alles. Nicht nur, dass man die Turniermodi nicht selbst spielen darf. Das ist ja schon das Lächerlichste überhaupt. Nein, auch die Mannschaften. Wie viel gab's? 8? Das sind ein bisschen wenig. Alle spielen sich gleich. Man kann nicht dribbeln. Man kann... Die eigene KI vom Tormann ist einfach dumm. Wow. Ey, dieses Spiel ist... Da fällt mir das gar nicht schwer, das zu bewerten. Das ist ein Punkt. Also einen Punkt könnten wir jetzt meinen, der ist noch zu gut. Sollen wir noch 0 geben. Aber 0 Punkte gibt es bei mir nicht, weil, ja, aus Gründen. Ich mache nur 1 bis 9, deswegen ein Punkt. Schlechteste Wertung, ganz klar. Also da gibt es gar keine zweite Meinung. Ja, beim Turniermodus kann man nur zuschauen. Du darfst nicht selbst mitspielen. Lächerlich. Ich bin so enttäuscht. Aber die Intro-Musik ist gut, das stimmt. Die Musik, ja, die ist klasse. Da bin ich bei euch. Okay. Oh, wir machen weiter. Aber es wird nicht spannender. So viel kann ich leider sagen. Wir spielen jetzt als nächstes Caesar's Palace, eine Minispiel-Collection für Glücksspiel. Und ja, wenn man bei einem Glücksspiel eine bestimmte Punktzahl erreichen muss,
Ich denke, dann weiß man, dass das auch sehr salzig werden kann. Allerdings ist es da halt so, dass man ja sicher, man weiß ja noch, worauf man sich einlässt. Da ist es ja auf jeden Fall ein Glücksspiel. Hier war es auch ein Glücksspiel, aber das war hier halt nicht gewollt. Da vergisst man direkt, was die letzten 2 Stunden geschah. Ja, Glücksspiel waren bei Twitch, ey. Okay. Ich gehe kurz in die Pause, denn die brauche ich. Und danach spielen wir Caesar's Palace. Viel mehr habe ich zu diesem Spiel nicht zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen schon mal und bis in 5 Minuten ungefähr.